UEFA. Die machten uns darauf aufmerksam, dass die Den Haag-Fans zu den gefährlichsten Fans von Europa gehören. Leider. Welche Maßnahmen haben Sie genommen? Wir müssen hier Sektorenbildung machen und für uns in der Schweiz ungewohnt, dass wir die Leute im Stadion nicht zirkulieren können lassen. Haben Sie noch nie erlebt hier? Das haben wir bis heute noch nie gemacht. Das ist das erste Mal, dass wir auch ein solches Polizeiaufgebot haben hier in Bern. Wir haben das erste Mal gemacht und ich hoffe, wir müssen das letzte Mal machen, weil bis jetzt zeigt es ja, dass diese Fans ganz sicher nicht so schlimm sind, wie sie uns angesagt wurden.